Na dann, Funky, schwing dein Ding! Oder besser gesagt, swing dich durch Level 3a! Und da sind wir wieder mit unserem richtig stylischen Affe, mit seiner coolen Sonnenbrille und allem drum und dran. Jetzt kommen die beiden Geheimlevel, Level 3a und 3b. War wirklich interessant, dass diesmal beide Geheimausgänge in ein und demselben Level waren mit dem Raketenfass. Gab es zwei Secret Exits. So, warum habe ich hier schon wieder ein Fass? Bei Fässern immer ein bisschen skeptisch sein, ob man nicht irgendwo etwas kaputt machen kann. Aber mal schauen. Der K-Tempel kommt ja dann, wenn ich hier auch alles gefunden habe. So, zumindest die Kornbuchstaben. Hier dürfte nichts sein. Zack. So. Was genau war das hier überhaupt nochmal für ein Level? War das nicht auch wieder so ein Level, der, wo alles kaputt geht, oder? Schauen wir mal. Also hier dranhängen, dann... dem raucht hier voll die Birne. Warte mal. Kommt hier vielleicht ein Puzzle daraus, wenn man lange genug dranhängt? Kann sein, dass das bei irgendeiner Stelle wirklich passiert. Mal gucken. So, stirb. So, mal da. Eine Münze. Ja, hier könnte ich mir auch vorstellen, dass hier oben irgendwo was versteckt sein könnte. So. Wieder zurück. Aha. Warum kommen hier Bananen hoch? Ist hier unten ein Secret? Oder war das? Warte mal. Kommen die nur hoch, wenn das hier... nö. Okay. Was war das? Ich bin abgerutscht! Da ist er einfach mal abgerutscht. Kann passieren. Da reg ich mich jetzt nicht auf. Mach ich selber ein bisschen schusselig. Alter, man kann mit den Funkys so geil durchrushen durch die Level. Wie gesagt, jetzt noch in Kombination mit dem Bananensaft, wo ihr euch dann noch fünfmal extra treffen lassen könnt, ohne Schaden zu nehmen. Das ist dann natürlich für den Speedrun das Oberoptimum. Ich weiß gar nicht, konnte man eigentlich, wenn man die Level auf Zeit spielt, war das überhaupt möglich, dass man da... na, ihr wisst schon, dass man da Items mitnehmen konnte? Ich weiß gar nicht. Kann sein. So, da, also das habe ich jetzt gesehen, dass man hier rein kann. Bonusraum. Ich weiß nicht, wieso ich da die eine Bodenplatte letztens verpasst hatte in der Line Level. Oh, das hatten wir auch noch nie. Ist ja nochmal neue Bonusraumart. Wo sich Plattformen immer wieder zurückziehen. Okay, aber da hat Funky halt auch den Vorteil, dass er einfach in der Luft schweben und ein bisschen warten kann. Ah, die bewegen sich auch immer schneller, je mehr Bananen wir schon haben. Das ist auch fies. Kann sein, dass ich das jetzt nicht schaffe. Scheiße. Nein! Da waren noch zwei Bananen, du Idiot! Oh, shit! Und jetzt muss ich mich schon wieder töten. Na, das ist so asozial. Wieso werde ich aus dem Bonusraum rausgeworfen? Du hast nur eine Chance. Ficke du dich! Das ist ja fies. So, Alter, das gibt's doch nicht. Wie soll man denn diesen scheiß beknackten... blöden Raum hier schaffen, ey. Wollt mich doch verarschen. Das geht doch gar nicht. Da muss man, glaube ich, wirklich immer so von einer Plattform auf die nächste. Von einer auf die nächste. Weil sonst geht das nicht. Komm schon, Funky. Sei ein cooler Affe. Und na endlich! Das war übel. Irgendwie, ich finde, das sind die schwierigsten Bonusräume. Wir haben bis jetzt zwar nur eine dieser Art gesehen, aber... Heiliger Bimmer, wenn es da noch mehr von denen gibt, da... Boah. Da habe ich aber nicht so Bock drauf. Ehrlich zu sein. So, hier haben wir jetzt mal das K. Alter, also da bin ich jetzt schon ein bisschen laut geworden, gebe ich zu, aber boah, Alter. Welcher Penner hat sich denn den Bonusraum ausgedacht? Kommt man wirklich so von wegen, oh, jetzt haben wir eh schon alle Bonusräume gesehen. Denkste. Falsch gedacht. So, ist hier unten was? Da ist doch was. Seht mal. Da ist doch was. Ach so. So. Puzzleteil Nummer 2.
Da sind wir mal so frei. So. Die dicke Eule? Die hat doch eigentlich nur eine Münze. Habe ich aber mal genommen. So. Ehre genommen. Von der Eule Ehre genommen. Und meine eigene Ehre möchte ich hier nicht verlieren in diesem Level. Habe ich schon genug blamiert in diesem blöden Bonusraum. Aha. Okay, was bringt das? Achso, dass ich hier dann raufkomme. Okay. Dann mal schon mal das O. Die sind wieder Früchte zum Abwerfen. Zack. Ah, cool. So, kann sein, dass man so auch wieder ein Puzzleteil kriegt. Wahrscheinlich sogar. Ja, guck mal an. Ach du Scheiße. Alles? Alles. Einmal mit alles. Achso, nö. Ist schon vorbei. Ist schon vorbei. Gut, war leider kein Puzzleteil, war eher mal für so ein Extra-Leben. Aber hätte ja sein können, ne? Hätte ja sein können. So irgendwo hier jemanden gegenknallen? Nö. Ich liebe diese Musik. Ah, die ist so schön. So entspannend, wenn man bedenkt, wie frustrierend manche Bonusräume sein können. Aber ganz ehrlich, Leute, das war bis jetzt der beschissenste aller Bonusräume. Ganz ehrlich. Ohne Witz. Ohne Witz. So, geht das jetzt nochmal zurück? Ja. Okay, nein. Bin auch da wieder skeptisch, wenn ich nicht alle Bananen erwische. Bevor ich dann wieder sage, wo war das Puzzleteil? Ja, du hättest das und das hättest du mal eingesammelt, du Trottel. Das denke ich dann über mich selber. Das denkt hoffentlich nicht hier in die Kommentare. Wenn doch, ja, dann mach das doch. Ich habe auch Gefühle. So. Hier, zack. Warte mal, da oben? Naja, also wenn da oben jetzt nichts ist, dann fresse ich einen Besen. Das ist zu offensichtlich, dass hier was versteckt ist. Ja, genau. Ja, ja, ja. Nummer 3. Sehr gut. So, was haben wir hier? Wieder so einen blöden Vogel und das N. Warte mal, der muss genau... Jetzt! Boinks! Genau, voll abgebounced und wow. Das war fast ein bisschen zu weit. Hey, wo ist das? Hey, wo ist das jetzt gerade hingefahren? Kommst du wieder zurück, bitte? Danke. Mhm. So, warte, ganz kurz gucken. In den Plattformen, wie genau? Aha, okay. So. Ach, hallo! Ich wollte wissen, ob da was ist. Ich kenne doch die ganzen Entwicklertricks größtenteils. Aber bei manchen bilde ich mir ein, dass da was ist und dann ist da aber nichts. Ich habe jetzt vorhin wirklich geglaubt und gedacht, dass da was hätte sein können. So, das O ist ja bei uns, ist ja hier alles safe. Jetzt bin ich schon wieder blöd gesprungen. So, ganz ruhig. Ganz ruhig. Nicht durch den Level sausen, sonst verpassen wir was. So. Gut, also das hier war ohne Puzzleteil, das war definitiv nur für Extra-Leben und so. Das hatten wir schon. Also nochmal hier, zack. Ich muss aufpassen, wo ich hinspringe. Wenn ich dann schon mal in diesem Modus drin bin mit diesem Surfbrett, dann kann ich das oft nicht mehr canceln. So, also ganz ruhig jetzt. Was war jetzt hier? Ranhängen. Mit rüberfahren. Und hier wieder drauf. Ja. Ich dachte wohl, dass ich das jetzt übersehe, aber nichts da. Das habe ich wirklich gesehen, dass da eine Ranke war. Voll gemein eigentlich. Ich sage, wenn du zu schnell bist, wirst du bestraft. Wenn du zu schnell bist... Dann verpasst du definitiv was. Und vor allem... Moment mal. Weil der Vogel ist, glaube ich, einfach nur... Der soll, glaube ich, nur stören, oder? Oder brauche ich den? Nee, oder? Nee, ich glaube, der soll wirklich nur stören. Verpiss dich. Ja, so war das.
Da ist gerade eine Banane abgehauen. Hoffentlich war da jetzt kein Puzzleteil. Und oh shit! Nicht du schon wieder! Du dickes Schwabbel! Bananenfee! Flügelbanane. Na, Bananenfeen sehen auch anders aus. Ich brauche alle Bananas. Gib mir. Hey, gib her! Gib her! Nein! Mann, du scheißverdammtes Mistvieh! Du Kack! Blödes Ochsenkackding! Das wäre doch jetzt fix ein Puzzle gewesen. Ich töte mich absichtlich. Das geht nicht. Das war unfair. Da wäre doch jetzt fix ein. Nein, ich möchte das nicht. Wieso bietet mir dieses Spiel das immer wieder an? Ich möchte das nicht. Wenigstens haben wir hier einen Checkpoint gehabt. Das ist also eh halb so wild. Aber da wäre doch. Das ist doch fix ein Puzzleteil, oder? Ja, jetzt kommt's. Nö, das wäre nur ein extra Leben gewesen. Wir haben dich nur verarscht, Spieler. Wir haben dich nur verarscht. Ja, dieses Scheißvieh. Kann der nicht mal. Kann der nicht runterfallen? Der fällt doch manchmal runter. Ahaha, so ein Opfer. So, das kommt davon. Jetzt kommt hier die Bananenfee wieder. Es war doch nur eine fucking Münze. Ja, das war es mir aber wert, Leute. Das war es mir wert. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob es nicht doch ein Puzzleteil gewesen wäre. Das kann man vorher nicht wissen. Hätte auch ein Puzzleteil sein können. So, hier haben wir das G. Habe ich eigentlich das N? Ja, ich habe das N. Autsch. Kein Problem. Kombuchstaben haben wir schon mal alle. Aber es fehlt noch ein Puzzleteil. Die Schiebe, wenn das jetzt nicht gleich kommt, ich raste aus, Digga. Das muss doch jetzt hier noch irgendwo sein. Moment. Ganz ruhig. Hier mal runter. Ja, ich hab's. Einfach hier über das Gras rollen, dann. Kein Problem, Leute. Wir sind fertig. Endlich mit dem Level. Jetzt müssen wir nur noch mal ins Ziel kommen. Geile Idee. Und nochmal 10 Bananen. Lecker, lecker hier. So. Na, endlich. Also ganz ehrlich, am schlimmsten fand ich den ersten Bonusraum. Der war richtig scheiße, war der. Der war einfach nur mies. Ich hoffe, von denen gibt es nicht allzu viele, wo diese Plattform hier so vor und zurück und vor und zurück so. Und jetzt haben wir hier noch den Ranken-Rumba. Ein Level, wo sich normalerweise Cranky Kong gut anbietet, aber Funky und sein dickes Surfbrett, den machen Stachel ja sowieso nichts aus, auch von diesen Ranken nicht. Und ich glaube, da war auch irgendein Puzzleteil, was du auch wirklich wieder nur so bekommst, sonst kriegst du es eben nicht, ne? Also, los geht's mit dem Ranken-Rumba. Ich glaube, dann haben wir genug getanzt in dieser Welt. Obwohl, den Kartempel gibt's ja dann auch noch. Oh, weia! Den Kartempel gibt's ja dann auch noch. Alter, na, hier möchte ich auch nicht gerne länger als nötig sein. So, was haben wir denn zum Beispiel? Warum? Wie kommt man da oben hin? Ach so. Hier baut sich das wieder so schön Stück für Stück auf. Zack, Puzzle Nummer 1 von 7. Ja, leck mich doch an die Füße hier. 7 Puzzleteile. Das glaubt ja keiner, wenn ich dir das erzähle, dass hier 7 Puzzleteile sein sollen. Naja, das war so klar. Mistvieh, stirb. Sieht aus wie riesige Sonnenblumen. Aber dann auch wieder. Ah, praktisch. Nehmen wir gleich mal das K. Oh nein, da waren noch diese miesen, fiesen, riesen, fleischfressenden Pflanzen. Gab's die nicht im ersten Teil auch schon? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Aha. Puzzle Nummer 2, schön. Also hier auch wieder schön immer alle Bananen einsammeln. Vorsicht. Und wenn es nur eine Münze gibt. Weil jetzt habe ich über 400 Bananenmünzen, also ich kann mir wieder richtig viele von diesen Sammelfiguren dann im Laden kaufen. Aber alles zu seiner Zeit. Die haben immer so einen geilen Todesschrei, die Pinguine. So, Moment, hier ist noch eine Dingsbums. Oh. Geil.
Warte mal, geht's da schon? Na, das müsste aber ein Bonusabschnitt sein, oder? Ja, klar, weil das andere Fass bringt mich wieder zurück. Hier kriege ich doch jetzt ein Puzzle rein und... Oh, shit, was sind das denn für? Hä? Sind das Ratten? Oder Lemminge? Okay, auf jeden Fall gibt's hier ein... Ach so. Jetzt muss ich auch wieder zurück, ne? Ne, fies. Okay, ich hab's aber. 3 von 7. Und jetzt... Okay, also hier, glaube ich, stirbt man aber nur. Ja. Hätte ich das jetzt anders gemacht. So, Checkpoint. Was haben wir hier? Hier wahrscheinlich wieder alle Bananen sammeln. Ja. Gibt doch fix ein Puzzleteil. Oder auch nicht. Warte mal, ist hier noch was? Nö. Aber hier oben ist was. Bonusraum. Oh nein, nicht schon wieder Fässer. Nicht schon wieder Fässer. Oh, genau die hasse ich ja so sehr. Obwohl, man muss eigentlich nur gucken, wie sie sich austarieren. Dann ist es kein Problem. Seht ihr, wie schnell das jetzt ging? Und ich hab's. Ja, wenn man einmal weiß, wie die Räume funktionieren, dann ist es ja nicht mehr so schwer. Aber wie gesagt, da wo sich die Plattformen nach vor und zurück bewegen, die finde ich echt am schlimmsten. Weil da muss wirklich jeder Sprung sitzen. Aber ich glaube, da ist auch wirklich eher der Trick dabei, dass man... Moment mal. Einfach auf die... Ah, das heißt, das O könntest du normalerweise ohne Cranky nicht bekommen, wenn du jetzt nicht Funky bist. Wegen den spitzen Zähnen? Okay. Kann ja schon sein. Und warum ist hier eine einzelne Banane, Leute? Kann ich mich hier runterfallen lassen? Hier ist eine Banane direkt vor meinen Augen. Das finde ich irgendwie verdächtig. Ich glaube, das soll mich nur verarschen, oder? Hier kann doch nichts sein. Ich bin da so skeptisch bei der Banane. Ich muss es riskieren, Leute. Ich muss es riskieren. Ah! Und mein riskantes Handeln wurde sogar belohnt und nicht bestraft. Das hat einfach zu verdächtig ausgesehen. Eine Banane, was macht die da unten? Das ist meistens ein Geheimnis. So, was haben wir jetzt hier? Mhm. Einfach mal rollen. Und oh nein, ich dusche schon wieder. Warum sind hier immer so viele von diesen Wasserbüffeln? Du dickes, fettes Rindvieh. Du denkst, ich bin fett? Ja, das bist du. Ha! Ach, die kann man ja doch töten. Aber nur, wenn sie sich den Kopf wo anhauen. Alles klar. Alles klärchen. So, weiter geht's. Ganz tief nach unten. Au. Aha. So, komm, Puzzleteil. Yes! Die Nummer 6. Eines fehlt noch, Leute. Eines noch. Das muss ich finden. Und alle Gefahren überwinden. Wenigstens haben wir jetzt hier einen Checkpoint, also falls ich mich wieder mal töten müsste, um es noch zu kriegen, dann haben wir ja hier den Checkpoint gehabt, so. Ah, hier haben wir noch das N. Ja, gerade mal das N, also das G muss ja dann noch weiter weg sein. Was ist hier los? Aha! Okay, gut, wir haben das letzte Puzzle, Leute. So gut wie. Denn das sind die einfachsten Bonusräume hier. Ganz ehrlich, die finde ich wirklich am allerleichtesten. Am allereinfachsten, weil da brauchst du wirklich nur springen. Also das kannst du mit Donkey auch ganz alleine. Und in dem Fall eben mit Funky, dem King, auf der Affending. So. Leute, wir haben wieder alles. Bis auf das G, das fehlt noch. Das kommt ja hoffentlich noch gleich. There's the G. Das G kommt hoffentlich noch gleich. Bitte. Das muss ja hier jetzt noch irgendwo sein. Wenn Möglichkeit, bitte, also wenn möglich, bitte nicht den Hintern verbrennen. Ich hoffe mal, Funky Surfboard ist auch feuerfest. Ach, da ist es ja schon. Da ist ja schon das G. So, dicke Eule nach oben, bitte. Dankeschön. So, wir haben alles, Leute. Wir müssen noch mal ins Ziel. Ohne zu sterben. Oh, shit. Also hier darf ich mich aber wieder nicht zu lange aufhalten, sonst sterbe ich. Und das war's. We have got everything und 15 extra Leben, von denen ich eigentlich gar nichts habe, aber ich nehme sie trotzdem mit. Für den nächsten Kindergeburtstag bringt Funky Ballons mit. So, einfach für die nächste Party, müssen ja nicht für Kinder sein, kann ja
Kann doch bei einer Erwachsenenparty können doch auch mal Ballons hängen, oder nicht? Ne? Ist doch völlig egal. War doch bei Donkey Kongs Geburtstag waren doch auch Ballons. Aber Funky war nicht da. So, Leute, jetzt kommt er. Der K-Tempel. Für den, glaube ich, auch noch Zeit sein müsste in diesem Part. Also, machen wir ihn auch einfach mal. Pendelparanoia. Das klingt schon ziemlich gefährlich. Ich glaube, da bin ich lieber bestens vorbereitet mit Sachen wie das da und das da. Ach, den kann ich sogar mehrfach ausrüsten. Ist ja auch geil. Hätte ich nicht gedacht. Ey, dann wisst ihr was, dann machen wir es mal so. Es geht. It's possible. Also warum nicht? Mit einem extra Herz und 4 grünen Ballons, die mich jeweils immer 3-mal retten vor dem Absturz. Wobei, es kann auch sein, dass ich hier gar nicht abstürzen werde, obwohl... Ach, das war... Oh, weia, das war der Quatsch mit dem Strom. Ja, ja, ja. Die Erinnerungen kommen langsam wieder. Ach, du meine Güte. Wo sind denn hier wieder Puzzleteile versteckt? Vor allem, ihr seht ja die Plattformen hier, die sich da runterdrücken, kriegen wir einen Stromstoß. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob man nicht manche Plattformen sogar bewusst drücken muss, damit ein Puzzleteil erscheint. Oh, 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 Moment. Ah, bin noch auf der Plattform drauf. Okay, also hier kann ich definitiv das öfter mal abstürzen. Vor allem jetzt. Ich bin so froh, dass es grüne Ballons gibt. Die werde ich hier sicher öfters mal brauchen. So. Oh, okay, warte. Das ist sicher Puzzle Nummer 1. Genau. Hier gibt's in K-Tempel gibt es ja immer nur 5, ja? Hm, komisch, die hängt einfach mal fest. In K-Tempel gibt es immer nur 5 Puzzleteile. Immer. Das wäre noch schöner. Stell euch mal vor, in K-Tempel gibt es 9 Puzzleteile. Wie schlimm wäre das bitte? Und jetzt! So, Vorsicht. Ah! Warte mal, genau. Ja, genau. Ich glaube, das ist auch so eine richtig fiese Verarschstelle. Ich glaube, wenn man... Oder? Ich weiß nicht. Warte mal, nach unten? Achso, schade. Ist man doch tot. Hm, ich hätte gedacht, dass da was weh. Aber ich glaube, da oben links war dann was. Macht nichts. Puzzleteile bleiben gespeichert. Kein Problem. Bis jetzt habe ich noch keinen K-Tempel auf Anhieb geschafft, aber das erwarte ich von mir selber auch gar nicht. Ja? Und das dürft ihr, liebe Zuschauer, von mir auch nicht erwarten, dass ich einen K-Tempel auf Anhieb gleich beim ersten Mal schaffe. Auch wenn ich das Spiel schon mal gespielt habe, aber bitte, das ist 4 Jahre her, ja. Die habe ich einfach nicht mehr wirklich gut im Kopf. Und die K-Tempel sind alle knüppelhart, ja. Die sind alle knifflig. Das ist einfach mal so. Deswegen, da gehe ich lieber auf Nummer sicher mit den grünen Ballons. Und ihr habt ja gesehen, dass ich sie schon mal gebraucht habe. So, also hier war Puzzle 1, das haben wir schon. Ach so, das war... Ach, deswegen ist hier die eine andere Plattform. Aber okay. Damit man hier eben nicht abrutscht. So, aber trotzdem merken... So. Ja? So, und jetzt hier nach links. Da war das Puzzle, was ich eigentlich unten vermutet hatte. Aber ich hab's ja noch bekommen und... What the fuck? What the actual fuck? Ich hab daneben geschossen. Wieso? Egal, Puzzleteil Hammer. Puzzleteil Hammer. Ja, also bei sowas, wenn ihr euch wirklich absichtlich ins Ausschießt, nützen euch die Grünballons natürlich auch nichts. Steht auch extra dabei, dass es nicht immer funktioniert. Also beim quasi gewusst bewegten Tod durch Kanonenfässer bringt euch das nichts. Da bringen euch die Grünballons gar nichts. Aber ist ja nicht so schlimm. So, nochmal ein Anlauf. War das also links? Und nicht unten, wo ich vorher dachte, dass es da wäre. Das ist ein Puzzleteil. Man muss schon zugeben, was die sich hier so haben einfallen lassen, dass es ja doch noch ein bisschen eine Challenge ist. Schon wieder daneben und... Strom? Da muss man so schnell reagieren mit dem Schießen. Es bewegt sich ja dann sofort weiter. Oh... Ich hasse diese Tempel, aber ich muss sie machen. Ich brauche sie ja.
Für 100% muss ich die Art schaffen. Ich habe es ja damals schon geschafft gehabt. Meistens mit Donkey Kong und Dixie. Weil die ist irgendwie die nützlichste Partnerin. Und man, fick doch die Hölle! Was war das denn jetzt? Das wollte ich jetzt gerade gar nicht. Also, wenn man eben nicht im Funky-Modus spielt oder eben auf der Wii U, wo es den Funky-Modus noch nicht gab, da habe ich halt wirklich des Öfteren eigentlich fast ausschließlich nur mit Dixie gespielt. Was manchen Zuschauern auch nicht gepasst hat, haben sie gesagt, du nimmst immer nur Dixie, ist ja voll lame. Ja, aber sie war einfach die nützlichste Partnerin. Ich werde doch jetzt nicht einen anderen Kong nehmen, wenn mir Dixie viel mehr bringt, als wie Diddy oder Cranky. Kommt natürlich meistens auf dem Level an, aber gerade in den K-Tempeln ist Dixie einfach der beste Affe. Als Partner. Der beste Partner Kong. Aber hier, wie gesagt, kann Funky sowieso alles, was die anderen können. Kann sich länger in der Luft halten, so jetzt hier. Schieß doch mal richtig! Jetzt geht's weiter, Leute, endlich! Oh my goodness. So, hier drüben links kann definitiv nichts sein. Hier vielleicht wieder was. Ja, mal gucken. Ein extra Leben. Dankeschön, zu gütig. Oh je, also an der Stelle kann man auch leicht sterben. Ah, da ist ein Puzzle, seht ihr, da war gerade eins. Das kommt gleich, das kommt doch sicher jetzt gleich nochmal. Ja, da ist es. Und ich hab's wieder nicht gekriegt. Moment, es kommt immer wieder, ja. Es ist kein Problem, da ist es. Ich hab's. Wow, Mann, wir sind gleich tot. Funky ist gleich tot. Da wird zwar jetzt ein Herz, aber das traue ich mich nicht. Ey, ich will nicht nochmal sterben. Kann ich nicht nochmal... Warte mal, Inventar nochmal? Geht... Oder? Bananensaft ist aber jetzt auch blöd, oder? Nee, Bananensaft ist wirklich cheaten. Wenn ich sterbe, dann soll es halt so sein. Dann soll es eben so sein, wenn ich doch mal abkratze, dann bin ich ja wirklich selber schon... Ah, ich habe hier noch ein Herz bekommen, ist ja okay. So, was ist das jetzt hier? Okay. Kommt einmal Strom, dann kommt wieder Plattform. Puzzleteil! Nein! Oh Gott, ich hab's noch. Ganz safe, Vorsicht. Oh, ey, das ist so praktisch mit dem Surfbrett. So, eines fehlt aber immer noch und ich hoffe, ich krieg das noch. Ich habe so Angst, dass ich das verpasse. So, nicht vergessen noch so... Genau, auf die normalen dicken Eulen können wir dreimal drauf springen, aber auf die mit Helm eigentlich unendlich lange. So. Schon wegen der Bananen aufpassen. Ach so. Deswegen wäre die Eule da gewesen. Alles klar. Langsam. Ich bin ja schon wieder fast tot. Ach, da ist ja das Puzzle. Okay, also das kann man gar nicht verpassen. Es sei denn, man... Ach so. Ne, macht mir ja nichts aus. Gut, wir haben alle Puzzleteile, Leute. Jetzt müssen wir es nur noch ins Ziel schaffen. Ich hoffe, ich schaff's wirklich noch. Mein Abstürzen wäre kein Problem. Ich habe die grünen Ballons. Kann ich hier ein Herz bekommen, bitte? Nö, ich krieg natürlich eine Münze und oh nein. Oh nein. Oh my goodness. Haben wir es geschafft? Wo ist das Ziel? Oh shit. Es ist noch nicht vorbei, Leute. Es ist noch nicht vorbei. Oh my goodness. Oh my damn. Das war... Achso. Ach, das war so ein Schwachsinn. Ach, das respawnt wieder. Okay. Wir haben es geschafft. Endlich. Mit einem Herz noch überlebt. Da ist mein Geschenk. Und wir haben alle Puzzleteile. Hier damit. Schönes Orange. Bullshit. Und 5 von 5 Puzzleteile. Ja, leck mir an die Füße. Das war heftig. Du hast ein mysteriöses Artefakt gefunden, ach was. Tja Leute, und damit bleibt nur noch mehr der Boss. Und der war ganz schön böse. So sehr, dass er erst im nächsten Part drankommt, Leute. Es ist einfach keine Zeit mehr, also... Die Savannensause findet dann im nächsten Part statt. Bis dahin, macht's gut und tschüssi!